Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video aus New York City. Wir sind hier bei Shake Shack. Für mich der Burgerladen der Welt. 2014 zum ersten Mal hier gewesen, hellauf begeistert. 2017 hier gewesen, hellauf begeistert. Jetzt 2022 wieder hin und Burger essen. Das Besondere an diesem Burger ist das Fleisch, wie das gebraten wird. Das ist erstmal relativ dünn. Deswegen würde ich euch auch den Double Shack empfehlen, also zwei Langen Fleisch. Das Besondere ist, dass es wie auf die Herdplatte geschlagen wird. Es wird sehr feste draufgehauen, wird nicht bewegt, dadurch karamellisiert das Fleisch. Es gibt eine unfassbar geile aromatische Kruste. Sie nehmen auch gutes Fleisch dafür, sodass man dadurch dann auch eine gute Qualität natürlich irgendwo hat. Die Preise noch ein bisschen höher. Brötchen simpel, aber passt geschmacklich einfach richtig gut dazu. Das werdet ihr gleich sehen. Und ja, deswegen gehen wir da einfach direkt mal rein. Das ist hier eine der kleineren Filialen, aber für unseren Zweck soll das hier völlig ausreichen. So, ich zeige euch jetzt hier mal kurz den Laden von innen. Also das ist halt hier recht klein. Man bestellt und muss dann halt warten und kann sich die Bestellung abholen. So, was haben wir hier so auf der Karte drauf? Wir haben Pommes, wir haben Cheese Fries, Bacon Cheese Fries, Flat Top Dog, also Hot Dogs gibt es hier auch, habe ich noch nie probiert. Chicken Sachen gibt es. Shack Burger halt, Smoke Shack ist dann halt so, ja, mit Cherry Peppers, mit geräuchertem Speck, auch sehr geil eigentlich. Schuhburger, Portobello, also vegetarisch. Shack Steak, weiß ich gar nicht genau, was das ist, irgendwie Cheeseburger mit Schuhburger zusammen, okay. Hamburger, es gibt Getränke, die sind auch für Soft Serve Eis sehr bekannt. Hier haben sie das jetzt gerade irgendwie, ach doch, haben sie hier. Shakes hier eben auch. Cups, das ist hier Soft Serve Eis, also quasi, Alter. Die Shakes haben bis zu 1100 Kalorien, ist natürlich auch nicht ohne. Wir hatten hier schon mal dieses Vanilla Soft Serve, das war wirklich sehr, sehr gut. Und so Aktionsprodukte haben sie manchmal auch. Klingt auch extrem geil, muss ich sagen. Aber ich habe Bock auf den klassischen. Also hier Fritten bestellt, ich glaube, die haben so 3 irgendwas gekostet. Ich habe es jetzt gerade vergessen. Ketchup kriegt man so viel man will. Da war jetzt gerade die Maschine kaputt, aber da haben die uns die ein Tütchen gegeben. Das sind so, ja, so Riffle-Pommes, sage ich jetzt mal. Und jetzt kommen wir zum Highlight des Ganzen, dem Double Shack Burger. Ist jetzt hier leider ein bisschen dunkler, aber müsst ihr jetzt mit leben. Oh ja, oh ja. So wird er einem schön präsentiert, in so einem saftigen Tütchen, sodass es die ganzen Säfte umschließt. Und ihr seht Käse, 2 Lagen Fleisch, Salat. Tomate müsste da, glaube ich, auch noch drin sein. Ja, da kann man sie so ein bisschen rot erkennen. Ist ja, wie gesagt, ist leider ein bisschen dunkel hier. Boah Gott, da fließt schon alles raus, der Saft. Boah, mega. Der Geruch, Leute, es ist so pervers gut vom Geruch. So, mein erstes Mal Double Shack Burger, der übrigens 9 Dollar oder so gekostet hat. Nach, ja, 5 Jahren bald. Ne, fast 5 Jahren, ja. Oh, riecht so gut. Wirklich. Das Brötchen selber ist auch recht klein. Man kann das sehr, so groß. Deswegen quillt ja fast schon alles raus. Das ist aber auch so deren Markenzeichen, dass das Fleisch und alles da so rausguckt. Das Fett von Käse und alles umschließt Burgerbrötchen, Fleisch und alles ist da drin einfach so unfassbar saftig und aromatisch. Das Fleisch ist zart. Boah, das Brötchen. Leicht süßlich. Salat gibt ein bisschen Konsistenz dazu. Aber einfach Fleisch und Käse ist einfach hier der Star des Ganzen. Pommes natürlich. Ich meine, die haben andere Pommes als früher. Die waren, glaube ich, früher nicht so crinkle. Aber sie sind knusprig. Innen drin weich. Bekommen tut man hier Heinz Ketchup. Pommes sind lecker. Die sind ein bisschen basic. Ich meine, die waren mal anders. Und ich meine auch, dass sie mich beim ersten Mal mehr geflasht haben. Aber sind trotzdem immer noch gute Beilagen-Pommes. Ich meine, was gibt Schöneres? Downtown Manhattan, Burger essen, es ist warm. Die Geräusche der Großstadt, den Geruch in der Nase, einfach wunderbar. Jo, Fazit des Ganzen, es ist und bleibt einfach der beste Burger, den ich jemals gegessen habe. Also einfach grandios gut. Die Pommes haben mich diesmal ein bisschen enttäuscht. Ich habe sie halt ewig nicht mehr gegessen, 8 Jahre, weil letztes Jahr 2017, letztes Mal 2017 hatte ich sie nicht. Ich meine, dass sie damals mich mehr begeistert haben. Die sind austauschbar, aber schmecken trotzdem gut. Aber der Burger, das ist absolute Non-Plus-Ultra.
und gehört zu den Dingen, wo ich sage, wenn ihr nach New York kommt oder zumindest in einer Stadt, wo es Shake Shack gibt, und ich kann nicht nur von New York reden, in anderen Städten gibt es vielleicht andere Sachen, aber Shake Shack, das ist etwas, das muss man meiner Meinung nach mal ausprobieren. Ich komme auch ursprünglich hier aus New York, vom Madison Avenue, Madison Square Park, da war, glaube ich, der erste Stand. Ganz, ganz großes Kino, von daher, ja, probiert es aus und schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer liebster Burger ist oder wo ihr euren leckersten Burger jemals gegessen habt. Ich bin gespannt, freue mich über einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.